So, hallo, da sind wir wieder und zwar bei Bastion. Ich habe ja gestern noch eine Aufnahmepause. Ja, das ist gerade mal ein Tag her oder ein paar Stunden eher gesagt. Ja, dann lass uns doch mal gucken, was weiter passiert. Wir haben beide Schreine aktiviert, die das Spiel ein bisschen schwerer machen. Und ich will sagen, wir benutzen mal die Pfeife, damit ihr auch mal wisst, was ich meinte mit letztens, dass ich da versagt habe. Poor kid collapses after just one drag. Und wieder ein schöner Formadebildschirm hier. The past. Only good thing ever come out of the past is history. Ich hoffe, ich hätte vielleicht den Schrein ausmachen sollen. Naja. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Hey, it's fies. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Okay. 19 Trugbilder noch übrig. Ich war vielleicht nicht die beste Idee, das sofort am Anfang zu machen. Erstmal hier rein, wieder reinfinden. Naja, geht aber. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Komm her, geh hinten rein. Ah, okay, ist einfach nur so. Na komm. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Spezialflasche und dann eine Lebensflasche. Man sollte sich nicht kratzen währenddessen. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylonia safe from whatever's out there. The elements, the earth. You name it. Oh, man. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found, either. Sieht nicht so aus.
Weg! Alle von euch! Keiner mag euch! Weg. So what the kid do? Why he went right on back to the walls for another 5 years? Nein, sie kriegen wir wieder ein paar. Ah, ich geh weg. Durch dass ich sie jetzt schwerer gemacht habe, wird's auch nicht leichter. Ehrlich. In the history of Ceylandia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das bringt, dass wir... Out there, kid learned to fend for himself. Learned to build. Punkt, aber 55 haben wir. Und ein Gesundheitstrank wieder. In time, the kid had good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. Weg, alle von euch. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shattered, cracked, and split apart. He saw nothing. Fast schon wieder in denselben Loch reingefallen. The calamity happened just like that. What was I saying? Anyway, all the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Mist, sind wir gerade noch gestorben, hätten hier wieder ein Gesundheitszimmer gekriegt. Ding macht das komische Geräusch. He ran with nothing but the city crest, and nothing but the city crest, and an old stranger's voice to guide him. Vier Druckbilder noch übrig. Ganz fies die Idee. Finally arrived at Ceylandia's vaunted safe haven. He and no one else. Upp, drei Buchbilder noch übrig. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Ach, das ist. Oh, durch dass sie vorhin so viel kaputt gemacht haben. But then, all he got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Thank you.
komm schon! Oh, ohne Götzen neue Stadt, natürlich. There's something you should know about the kid, but let me take it from the top. Das war so knapp, wir haben es fast geschafft. Ich habe wieder vergessen, dass die Kugeln extrem Schaden machen, wenn sie dann noch wiederkommen. Dürfen wir wirklich die Punkte behalten? Ich bezweifle es. Das wäre jetzt wieder alles wieder von vorne machen. Catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. What's the dicker? Done. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in this. Aber das Loch ist fies. Das ist genau hinter den Dings ein Loch. Mann, wir waren fast fertig. Wir waren die ersten zwei, glaube ich, Kugelblätter, oder? He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure Nein. White hair like his. Habe ich gerade den Turm durch die Gegend geschoben? Naja. Den auch noch. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up. But he learned to hold his own out there. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the Rippling Wall. Ruhig, weil ich hier versuche, make his mama some money. Oder in dieses, genau in dieses blöde Loch zu fallen, wo ich schon mehrmals reingefallen bin. Mein Gott. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylania safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Naja. 13 Truppen noch. Das ist fast. Finde ich so, als wären wir fast fertig gewesen. Die Drecksäcke. Also eure Schuld. Und da gerade deins. Warum weiß ich nicht. Ist egal. Lass mal eine Plattform geil. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found, neither. Geht weg. Ihr alle geht weg. Geht wieder fast in den. So what the kid do? Halt. I went right on back to the walls for another 5 years. Zumindest haben wir keine Explosion mehr vom Gegner. Anderes so für einen Art Hardmode. In the history of Ceylania, nobody has ever volunteered for a second shift on the walls. Schreine. Thank you.
there, kid. Und hier kriegen wir auch mehr Heiltränke. Learn to build, learn to break. Ich schieße hier momentan ziemlich viel mit der Schrotflinte rum, weil ich durch die Löcher kann ich dann ein bisschen besser ausweichen. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shattered, cracked, and split apart. Auch die ganzen Flaschen, ich weiß gar nicht, warum es einen zusammen. Ich anscheinend kriege ich keine XP dafür. He saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Ich weiß nicht, ob ich mich schon heilen soll. Wenn ich mich ja natürlich nicht heile, kriege ich manchmal mehr Schaden. Auch so schneller tot. Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Ja, unbedingt will, dass ich mich heile. So, 4 Blutbilder übrig. Schnellstmöglich weg. Wovon mir noch mehr Plattformen wegmacht. Well, he finally arrived at Ceylandia's vaunted safe haven. He and no one else. Geh weg, ihr komischen Typen. Ihr komischen Kreise. But then, all he got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the bastion, but the kid made them real. Not me. Oh, can we have a bull? Leute, bitte nicht so vollstopfen hier. I'd like to say I'll never forget him, or what he's doing, what he's done. I surely would. Druckbilder abgeschlossen.
Ach, heilen wir uns mal. Okay, ist auch das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Los, geht, steh auf. Ja, wir könnten mal gucken, ob wir etwas verbessern können. Vorher schreichen wir unser Kleinling. Wir können unser Hammer verbessern, aber. Nee. Obwohl. Was ist das? Fokusangriff. Naja, keine Ahnung, was du ehrlich gesagt. Bistlerei kann auch nichts machen. Beten will ich jetzt nicht. Schlechte Erfahrung mit jetzt hier. Die Pfeife wird uns wahrscheinlich genau dahin bringen, wo wir waren. Naja, aber ich sage erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, denn die Folge endet hier. Wir haben schon, ja, 21 Minuten Folge. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Wolf.